Schon von Anfang an verdrehst du aufwendig die Fakten, denn du nennst mich Nazi und dabei Ausländer-Kanacken. Dieser Vorwurf ist einfach erbärmlich, du Opfer. Ich zeig ein altes Bild von mir und habe fertig gekontert. Dein schlechter Text fängt schon beim Grundstein an, denn ich frag mich ja nicht, wie man nur so dumm sein kann. Mann, du bringst paar Fake-Geschichten für ein paar Sonderpunkte mit. Bist du behindert, weißt du nicht, dass es hier Konterrunden gibt, Junge? Von deinen Lügen kommt selbst im Ansatz noch kaum was an. Denk dir wenigstens mal etwas aus, was man dir glauben kann. Während du dabei bist, viel Rotz zu rappen, kommst du nicht mal auf die Idee, ein paar Screenshots zu faken. Mann, sie nerven deine runtergerappten Märchenparts. Wieder war die Runde komplett 100% vorhersehbar. Aus Verzweiflung hast du fast schon 100 Bars gerappt, die jederzeit beweisen, dass in meiner Runde Wahrheit steckt. Was soll ich denn noch sagen zu dem, was du Lauch gedroppt hast? Meine Hinrunde hat deine doch schon ausgekontert. Mit deinem Standardgelaber von deinen 1000 Waffen hast du die beste Vorlage gebracht, um dich auszulachen. SpongeBob hat wieder 100.000 Lines gedroppt. SpongeBob, neues Futter für dein iTunes. Du hast deine Scheiße an die Massen verkauft, doch nach dem Battle bist du Geschichte und wir lachen dich aus. Wer hat wieder 100.000 Lines gedroppt? SpongeBob, jede Runde nur der gleiche Schrott. Einer hat ne Bock drauf, einer ausgelutschten Checks zu punkten. Rap-Karriere gibt's nicht, Jedis kaufen halt nur Battle-Runden. Ey, du hängst fix meine Ex in Arsch. Jetzt mal ehrlich, ich kenn nicht meine Jessica. Wie viel Schrott man labern kann, erkennt man an deinen großen Reden. Was Beats bauen? Ich kann doch nicht mal Noten lesen. Du warst auf meiner Schwester auch mehrmals drauf. Klar, das hätte dir nicht mal Kapitän Blaubeer geglaubt. Und da von dir Lügenbaron nichts Glaubhaftes kommt, hättest du als Image lieber mal Münchhausen genommen. Du musst in der Runde von meinem Bettischen erzählen und bist dann noch mit dem Rest in jedes Fettnäpfchen getreten. Denn du streckst dein Dick, ja du bangst die Bitch, doch sagst danach wiederum, dass die anscheinend voll männlich ist. Lächerlich. Ja, ja, coole Lines zu dieser Flow, doch im Zusammenhang gesehen ist da nicht wirklich viel zu holen. Wie in den Zeilen über mein hässliches Gesicht, hör meine Hinrunde an, damit bettelst du nur dich. Wenn ich behaupte, dass du Diego bist, trifft das nicht. Zumindest meinte Julian, inhaltlich ist das nichts. Weil ich ja keinen Beweis hab, um so einen Scheiß zu texten. Doch wenn es danach geht, hat von dir nicht eine Line gesessen. Aber zum Glück darfst du dir ja was ausdenken. Und Beweise kann dann Julian auch mal ausblenden. Dass sowas dieses Mal nicht durchkommt, bleibt echt schwer zu hoffen. Denn selbst deine Qualifikation hat mich noch mehr getroffen. SpongeBob hat wieder 100.000 Lines gedroppt. SpongeBob, neues Futter für dein iTunes. Du hast deine Scheiße an die Massen verkauft, doch nach dem Battle bist du Geschichte und wir lachen dich aus. Wer hat wieder 100.000 Lines gedroppt? SpongeBob, jede Runde nur der gleiche Schrott. Einer hat ne Bock drauf, einer ausgelutschten Checks zu punkten. Rap-Karriere gibt's nicht, Jedis kaufen halt nur Battle-Runden. Scheiß auf Hater, zerreißt euer Maul. Ich feier Gio, feier Schwarm und ich scheiß einfach drauf. Bin mit beiden Crew, mein Flow ein reißender Floss. Fickt euch, ihr Hater, ich mag beide Gehirn. Wisst ihr schon das Neueste, meine Schwester ist herzgesund. Gio ist kein Nazi und der Schwarm und nicht am Meereskorn. Wenig selten lieben, der Schwarm deckt sich Lügen aus. Auf Wiedersehen, ich flipp mit's lieber auf der Bühne aus. Doch der Typ, der die Scheine hier braucht. Oder warum hast du die Runden auf iTunes verkauft? Mittlerweile weiß ich gar nicht mehr, was ich noch kontern soll. Mama, mach mir mal mein Bonkopf voll. Jetzt mal ehrlich, Spongy, sollte das schon alles sein? Okay, dann üb ich hier jetzt mal ein bisschen Double Time. Laber keine Kacke, Mann, jeder kann irgendeine Müll auf irgendeine Art und Weise Double Time. Doch dafür braucht er nicht wirklich irgendeine Skill, denn jeder kleine dumme Junge kann halt sowas über Waffen schreiben. Halt mal deine Fresse, Mann, ich komme mit der Gun, wer will noch Weapon oder Bell, denn ich zerbombe dich, du Punk, du machst Apaten, doch kriegst du ein starkes Gesicht. Und hab ich mal kein Reim mehr, sag ich ausgefickt, Bitch. Ich bin hier der Schwamm, rede mit der Gun, red von meinem Schwanz, obwohl ich nichts kann. Denn die Leute denken alle, ich bin irgendwie deine, die dabei war, damit doch etwas aussagen kann. Siehst du, und das geht sogar mit Sprachfehler. Also mach doch hier nicht ein auf Lehrer oder Ratgeber. Denn selbst in deiner Hook fehlt dir wieder jeder Punch. Deshalb bring ich sie nochmal, weil's relativ verträglich klang. Some connection ends on this game. Kriminelle Gangster, alle anderen Rapper sind Failure. Andere 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 Rapper sind Failure.